über die Strada del Prosecco, die von Valdobbiadene ausgeht, führt die Route entlang der Kämme der moränischen Hügel durch die malerische Landschaft, dem Anbaugebiet des berühmten Prosecco, nach Conegliano Veneto, dem Ziel unserer Reise. Alte Weinbautradition und moderner Fortschritt, Kunst, Kultur und Lebensart haben in harmonischem Einklang Stadt, Landschaft und Menschen geprägt. Conegliano, am linken Ufer der Piave gelegen, soll seinen Ursprung bereits in der Bronzezeit gehabt haben. Es ist beliebt für sein mildes Klima und bekannt für seine Lage zwischen zwei berühmten Dock-Weinbaugebieten, dem des Piave und dem des Prosecco. Die Stadt ist reich an Geschichte. Conegliano's Altstadt ist voll von Sehenswürdigkeiten. Verträumte Gässchen, romantische Winkel, Häuserfassaden, überreich mit Fresken verschönt, laden ein zum Verweilen und zur Besinnlichkeit. Conegliano befindet sich das Nationale Forschungsinstitut für Weinbau des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft. Unter der Leitung von Professor Costa Curta werden genetische Experimente durchgeführt, mit dem Ziel, gesunde, produktive und widerstandsfähige Rebsorten zu entwickeln. Hier zeigt der Forschungsleiter einige Beispiele genetischer Kreuzungen neu gezüchteter Rebsorten. In diesen Gläsern werden die verschiedenen neuen Pflanzen unter optimalen Bedingungen aus Trieben und Wurzeln gezogen. Die kleinen Pflanzen bleiben circa einen Monat in den Gläsern. Sobald sie diese Größe erreicht haben, werden sie zerteilt und die einzelnen Stücke nochmals großgezogen. Ein Teil dieser Reben wird anschließend in die Treibhäuser verpflanzt, wo ihr weiteres Wachstum genau beobachtet wird.
cella di termoterapia. In dieser Spezialkammer werden die von Krankheiten befallenen Rebstöcke durch Thermotherapie behandelt. Bei den genetischen Experimenten bedienen sich die Laboratorien modernster Techniken und Forschungsmethoden. In den Treibhäusern werden die neuen Rebstöcke selektiert und bis zur notwendigen Reife aufgezüchtet. Mit der Unterstützung verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe aus ganz Italien wird anschließend die Weiterentwicklung der Klonen auf dem Land unter normalen Bedingungen beobachtet. Moderne Weinbauforschung von heute wäre jedoch ohne eine jahrhundertealte Tradition nicht denkbar. Im Museo del Vino sind alte Geräte der Weinherstellung aus der römischen Zeit bis zum späten Mittelalter zu besichtigen, die diese Entwicklung dokumentieren. Beliebter Treffpunkt aller Kellermeister ist dieser alte Degustationssaal einer Kellerei in Vittorio Veneto. Das Weiterführen der alten Tradition wird hier noch gepflegt. Vinum letificat cor hominis. Dass der Wein erfreue des Menschen Herz, ist nicht nur Inschrift über den alten Fässern der Kellerei. Vielmehr hat die Freude am und um den Wein Eingang in die Herzen der Menschen gefunden. Beschaulichkeit und Freude ist heute jedoch, bedingt durch einen gigantischen Markt, die Herstellung von Wein in großen Mengen notwendig geworden.
Trotz großer Produktionsmengen von Tafel- und Dockweinen, wie zum Beispiel in den Kellereien von Fontanelle und Oderzo, zeichnen sich diese durch hohe Qualität der Produkte sowie durch Hygiene und den Einsatz modernster Technik aus. Strada del Prosecco, vorbei an Weinbergen, durchfährt man in reizvoller Landschaft gelegene alte Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, wie zum Beispiel Costa di Conegliano mit seiner berühmten Kirche und den Statuen der Apostel. In der Kirche von San Pietro di Feletto, einem Kleinod aus dem 10. Jahrhundert und auf den Resten eines heidnischen Tempels erbaut, sind Wandfresken von schlichter und ungewöhnlicher Schönheit zu bewundern. Sie wurden etwa im 13. Jahrhundert geschaffen. Ihre einfache Ausführung deutet darauf hin, dass sie das Werk eines unbekannten Dorfkünstlers sind. Als Pilgerherberge diente die später hinzugefügte Kolonnade. Nur wenigen ist bekannt, dass Refrontolo, direkt an der Strada del Prosecco gelegen, der Geburtsort Lorenzo da Pontes ist, dem Librettisten von Mozarts Don Giovanni. Eine Gedenkskulptur erinnert auch an die Vorliebe Mozarts für den Marzemino, einen typischen Wein dieser Gegend. Conegliano lebt jedoch nicht nur aus seiner Vergangenheit. Die erregende, übersprudelnde Betriebsamkeit italienischer Städte hat auch vor Conegliano nicht Halt gemacht. Sie ist eine aktive und lebendige Stadt, die in die Zukunft blickt. Es ist kein Zufall, dass gerade hier eines der modernsten und bestausgestattetsten Laboratorien für Weinanalyse beherbergt ist.
Corneliano ist außerdem Sitz des Verbandes der italienischen Weinbauingenieure, der 80% aller Techniker der Branche in sich vereint. An im Labor angelieferten Weinproben können hier alle notwendigen Analysen durchgeführt werden, die zur Bestimmung des Ursprungs, zur Feststellung der Qualität und zur Ausfertigung der gesetzlich vorgeschriebenen Exportbescheinigungen erforderlich sind. Der einzelnen Untersuchungen werden in einer Datenbank gespeichert und ausgedruckt. Nach einer abschließenden Prüfung händigt der Labordirektor Professor Carlo Micconi die mit seiner Signatur versehene Bescheinigung aus. In 1876 wurde die erste Weinbauschule Italiens in Corneliano gegründet. Das sicher beliebteste Klassenzimmer der Schüler ist der alte Degustationssaal mit Dekalog der Fachausdrücke für die organoleptischen Merkmale des Weines. Unter der Leitung eines fachkundigen Enologen, hier Professor Negro, haben die Schüler die Aufgabe, die verschiedenen vorgesetzten Weine sachkundig zu prüfen und zu bewerten. Thank you.
Gärungsraum dieser Kellerei wird Sekt nach der Champagner-Methode hergestellt. Der über 2 Jahre dauernde Arbeitsprozess, in dem der Wein in aller Ruhe gären und reifen kann, wird von erfahrenen Händen betreut. Die große Mühe und Sorgfalt, die der Kellermeister aufwendet, findet seine Entsprechung in der hohen Qualität des edlen Getränks. In den Dörfern an der Strada del Prosecco finden im Frühjahr Winzerfeste statt, auf denen der neue Jahrgang des Prosecco ausgestellt und verkauft wird. Das berühmteste dieser Feste ist Ende März die Mostra del Prosecco in Col San Martino. Die meisten Hersteller der Umgebung bieten dort ihre Produktion an. Wie überall findet man zum Wein auch hier die typischen kulinarischen Spezialitäten der Region. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Alle Künste ist auch die Kochkunst ganz einfach. Gelernt, beherrscht, weiterentwickelt und kreativ mit Leben bereichert. In den einfachen Gasthöfen der kleinen Dörfchen ist nicht selten die ganze Familie bemüht, den Gast zu verwöhnen. Auf den Tisch kommt nur, was gerade frisch ist. Und der Wein? Naturalmente solo il vino locale. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass Claudio Polles, ein junger Maler, sich hier mit seinen Künstlerfreunden trifft. Die Liebe zum guten Essen und Trinken sieht man ihnen an. Kein Gast, der hier nicht die hausgemachten Spezialitäten in fröhlicher Tischrunde genießen würde. Corneliano, die Stadt der Künste,
der Künstler. Die Heimatstadt von Claudio Polles. Aber natürlich vor allem die Geburtsstadt von Giambattista Cima, dem berühmten Sohn der Stadt. 1459 in diesem Haus geboren, hat der große Maler mit seinen Bildern und Fresken Conegliano in der ganzen Welt bekannt gemacht. Seine Werke sind unter anderem im Dom, im Museum der Stadt und im Cima Geburtshaus zu finden. Fast genau 500 Jahre liegen zwischen diesen Bildern. Eine kleine Stadt, reich an Geschichte und Tradition, die in selten harmonischer Weise Klassik und Moderne, Lebensart, Wein, Landschaft und Menschen in sich vereint.